Dass dieser Typ hier bei dir ist, erklärt einiges. Von wegen Arbeit ohne Ende, giftete Nadine los, sobald die Tür ins Schloss gefallen war. Doch Lea entging nicht das leichte Beben ihrer Schultern, das ihre Arroganz und Lügen strafte. Fügsam half sie der Freundin aus dem Mantel und buxierte sie aufs Sofa, während diese in einem Fort vor sich hinschimpfte. Als Lea schließlich mit zwei Tassen Kaffee in den Händen zurückkehrte, hatte sich Nadine eine Zigarette angesteckt und sich einigermaßen beruhigt. »Ich gebe dir jetzt die Chance, mir das ganze Theater zu erklären.« Nadine spuckte die Worte gemeinsam mit einem Schwall grauen Rauchs heraus. »Aber wenn ich das Gefühl bekomme, dass du mich anlügst, bin ich in null Komma nicht zur Tür hinaus, und das war's dann.« Lea setzte sich in einen Korbsessel und legte sich eine Decke über die Beine. Die Unterhaltung mit Adam hatte sie viel Kraft gekostet, und ihr war kalt. Für einige tiefe Atemzüge schloss sie die Augen, um sich zu sammeln. Was sollte sie Nadine bloß erzählen? Kurz spielte sie mit dem Gedanken, zu schweigen und die Freundin einfach ziehen zu lassen. Das wäre wahrscheinlich auch das Beste für Nadine gewesen, nachdem Adam ihr dieses beängstigende Lächeln zugeworfen hatte. Aber im Moment war sie dazu außerstande. Niemand konnte von ihr erwarten, die einzige Freundin in ihrem Leben gerade zu diesem Zeitpunkt aufzugeben. »Ich wollte es dir schon die ganze Zeit über erzählen, aber es ist nicht einfach«, sagte sie tonlos. »Es gibt einige Dinge in meiner Beziehung zu Adam, die ich dir einfach verschweigen muss. Und wie ich dich kenne, wird dir das nicht passen. Außerdem ist alles, was mit diesem Mann zusammenhängt, sehr kompliziert und unbeschreiblich schmerzhaft für mich. Ich weiß einfach nicht, wie ich dir das Ganze erzählen soll, ohne dich zu gefährden.« »Gehört er zur Mafia?« Obwohl Nadine die Frage ernst gemeint hatte, musste Lea darüber lachen, als hätte sie eben einen guten Witz gehört. Nachdem sie sich wieder beruhigt hatte, sagte sie, »Ja, sowas in der Art. Können wir uns also darauf einigen, dass du mich nicht zu Tode peinigst, wenn ich etwas auslasse und es dir deshalb seltsam erscheint?« Nadine zögerte. Ihre hohe Stirn legte sich in Falten, das Kinn schob sich vor, während sie bei Leas Angebot nachsann. Dann entspannten sich ihre Züge. »Einverstanden«, sagte sie geschäftstüchtig. »Aber ehe du loslegst, flehst du mich erst einmal inständig um Verzeihung an. Du egoistisches Mischstück hast mich nämlich ganz schön viele Nerven gekostet. Außerdem wirst du mir sofort schwören, mich nie wieder so abprallen zu lassen. Ich weiß zwar nicht, wie man da, wo du herkommst, mit Busenfreundinnen umspringt, aber hier tut man das nicht.« Als Nadine am frühen Abend Lea nach einigen Abschiedsumarmungen und Freundschaftsbekundungen endlich verließ, fühlte sich Lea unendlich erschöpft. Erschöpft, aber auf eine friedliche Art und Weise. Es war ihr gelungen, Nadine von Adam und ihren widersprüchlichen Gefühlen für ihn zu erzählen, ohne die großen Geheimnisse zu streifen. Obgleich sie es nicht erneut angesprochen hatte, vermutete Nadine irgendwelche kriminellen Machenschaften als Grund, was Lea ganz recht war. Das würde sie auf Distanz halten, was Adam anging. Etienne Carriers Tod bei einem Überfall passte da sehr gut ins Bild. In diesem Punkt hatte sie sich besonders bedeckt gehalten. Nun trieb sich Adam geschäftlich in der Stadt herum und war dabei in der Bar auf Lea gestoßen. Diese Bemerkung hatte Nadine ein skeptisches Schnaufen entlockt, das Lea wohlweislich ignoriert hatte. Dafür gestand sie Nadine nach einigem Nachhaken ein, sich nur bedingt freiwillig mit Adam zu treffen. Aber sie konnte den Vorschlag abweisen, ihm einen Schläger auf den Hals zu hetzen. Mit schweren Gliedern kuschelte Lea sich in den Sessel und genoss die Ruhe. Doch schon einige Minuten später sprang ihr die Katze auf den Schoß und drehte sich einige Male um die eigene Achse, bis sie die richtige Position gefunden hatte. Dabei schnurrte Minot und bohrte die Krallen ihrer Vorderpfoten genüsslich in Frauchens Oberschenkel. Augenblicklich kam Lea der Aufforderung nach und begann Ohren und Nacken des Fellknäuels durchzuwalken. Ihr Blick glitt zum Fenster hinaus in dem nachtblauen Himmel, während das Schnurren sie warm umhüllte.